Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, nicht wahr? Man muss sich schon aktiv dazu entscheiden, aber wir haben echt wenige Stöcke und sowas gefunden. Oder wenige aufgehoben. Das kann sein. Weil wir haben langsam ein Problem. Wir haben langsam ein Problem mit Waffen. So. Ups. Ein Krocksamen. Nee. Oh. Na gut. Oh nein, das wollte ich nicht. So, dann wollen wir mal. Ja, komm. Drei Stück. Plus. Ich bräuchte Fleisch. Scharfer Chili-Fisch. 38. Lässt sich große Kälte aushalten, Level 1. Durch das Braten in Chilischoten wird der Eigengeschmack des Fisches unterdrückt und ein feuriges Aroma hervorgebracht. Ja, falls wir, wenn wir jetzt hier hochgehen, schon Eis haben. Ich weiß es ja nicht. Weil ich glaube, der Weg hier oben könnte der Weg sein, wo wir gerade eben nicht hochkamen. Mit den Schienen. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind. Und ob wir nicht wieder hochklettern sollten. Ach, wir sind, glaube ich, direkt hier unten, wo ich die... wo ich das aufgemacht habe, okay. Der war nur da... ich muss mehr auf das Geräusch achten. Weil ich glaube, das habe ich sogar gehört, als ich da drin war. Aber ich habe es nicht gecheckt. Tja, das ist natürlich das Problem, ne? Wenn man es hört, aber nicht checkt, bringt einem das herzlich wenig. Ich glaube, hier wird's kalt. Okay, extreme Kälte. Wir könnten es bestimmt fast schaffen. Hätten wir einen Gleiter, würden wir es auf jeden Fall schaffen. Oh, ist da vorne wieder so ein Konstrukt? Ah, nee, das ist, glaube ich, ein Krocksamen, ne? Bisschen Fleisch. Frisches Vogelfleisch enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es von den Essen zubereitet, schmeckt es besser. Ja, wer hätte das gedacht? Geht das denn jetzt überhaupt auch noch damit? Okay. Also das ganze Ding ersetzt auch das Magnesiummodul. Habe ich mir schon gedacht, aber man weiß es ja vorher nicht. Kommst du da bitte raus? So. Oh, du hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. So. Ich glaube, wir müssen gleich den mobilen Kochherd mal benutzen, oder? Weil das ist noch ein ganz schön weiter Weg und wir werden, glaube ich, noch mehr Essen benötigen.
was uns wärmt. Krieger und Elite-Konstrukte haben den Garten der Zeit über die Jahrhunderte treu beschützt, wie ich sehe. Es tut mir äußerst leid, dass sie nun dir zur Gefahr geworden sind. Doch um unser Land vor Eindringlingen zu beschützen, benötigten wir Wächter wie diese. Das ist schon okay, ich komme schon damit klar. Außerdem geben wir gute Ressourcen. Mit denen wir dann mobile Bauteile und sowas bekommen können, also schon ziemlich nice. Erstmal Übersicht verschaffen, das mache ich immer gerne so. Erstmal von oben schauen. Da unten ist eine Höhle. Okay, da sind Tierchen, Vögelchen. Aber keine Gegner weit und breit. Doch, da unten sind Gegner. Oder? Ja, das sind Gegner. Guten Tag. Ich habe eine Versicherung. Habt ihr Interesse an einer Versicherung? Haben sie nicht, scheinbar. So, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich brauche neue Waffen. Was ich mich jetzt frage ist, bezüglich der Waffen. Kann ich eine Waffe ausrüsten? Und das dann so kombinieren? Oder muss ich auf den Boden legen? Kann das sein, dass man das hier drüber auf den Boden legen muss? Aber ich habe jetzt zum Beispiel die hier. Ich glaube, kombinieren kann ich nicht, aber ich kann jetzt direkt über X auf den Boden legen. Und dann kann ich das kombinieren, oder? Ja. Plus 5. Seht ihr, das lohnt sich schon richtig. Oder, das ist ein richtiges Schwert jetzt. Das ist so gut. Das ist so gut, oder? Also ganz ehrlich, das ist doch richtig gut, oder? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Nee, oder? Das ist doch einfach richtig gut. Ja. Das war nicht so clever. Das gebe ich zu. Ah. Potato halt. Ach so. Scharfes Chilifleisch lässt sich große Kälte aushalten. Level 2. Durch das Braten in Chilischoten wird der Eingeschmack des Fleisches unterdrückt und ein feuriges Aroma hervorgebracht. Nice. Da mal kurz hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Das sieht fast nicht so aus. Ein Gegner? Ja, ne? Oh mein Gott. Da hatte der Gegner aber gerade richtig Glück. Die haben sich doch abgesprochen. Die haben sich doch einfach abgesprochen. Aber wir haben die ganze Insel bald erkundet. Hat erstaunlich viel Spaß gemacht, die Insel zu erkunden übrigens. Der hat einen Flammenwerfer vorne dran. Okay.
Weiße Schleimgelee, ekliger weißer Schleimfropfen. Wenn man nicht hinsieht, fühlt er sich in der Hand angenehm kühl an. Bei Erschütterung platzt der und verströmt eisige Kälte. Oh, lass mich raten, man kann das mit Waffen kombinieren, um Feuerwaffen und so zu machen. Ein dauerhaft warmer Schleimklumpen. Bei Erschütterung explodiert er in einem Feuerball. Oh mein Gott. Er hört auch nicht mehr auf mit seinem Feuer. Gib mir deine Waffe. Die Waffe nehme ich gerne mit. Aber vorhin hat er nicht so eine krasse Waffe gebaut, ne? Ist irgendwas kurz vorm kaputt gehen? Nee, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Habe ich Chilischoten vergessen, irgendwo aufzunehmen? Ich meinte irgendwie vorhin Chilischoten irgendwo gesehen zu haben, aber. Scheinbar nicht. Ich sehe schon. Zu schade. Donnerblume. Wie cool. Es gibt kein Bombenmodul mehr, sondern man muss jetzt wirklich Donnerblumen sammeln, oder? Eine Blume, die mit einer explosiven Substanz gefüllt ist, welche auf Erschütterung oder Feuer reagiert. Das ist eine gute Idee, die Donnerblume zurückzubringen. Ganz ehrlich, da habe ich gar nicht kommen sehen. Muss ich aber sagen, geile Idee. Die gute alte Donnerblume. Das ist schon... Also, Chapeau. Also wirklich, die haben sich wirklich gut Gedanken gemacht über... Ach, guck mal, da sieht man dieses Symbol. Und zwar richtig hell von hier unten, von hier oben. Richtig leuchtend, wie so eine Goldschriftzug. Ha. Interessant. Ich bin ja gespannt, was das zu bedeuten hat mit dem Ding. Da ist eine Truhe. Und wir haben ein paar kleine Grafikfehler tatsächlich. Das erste Mal. Aber ich hoffe, sie stören nicht allzu sehr. Ich will nur ganz kurz, ein ganz klein bisschen... Bernstein. Aber ist immerhin +4 auf die Stärke der Waffe, ne? Also, wenn man eine gute Waffe hat, nochmal +4 drauf machen kann, aber da könnte man auch andere Sachen drauf machen, wenn ich ehrlich bin. Mal schauen. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Das Ding ist noch nicht fast tot. Was ist das für ein Ding? Ist mir egal, dass sie jetzt zerbrochen ist. Dieses Ding töten. Alter Schwede. Raubschleimstein. Ein seltsamer runder Stein, der aus dem Körper eines Raubschleims stammt. Das sind Raubschleime. Diese kristallisierte Flüssigkeit ist dafür bekannt, dass sich aus ihr gut Medizin herstellen lässt. Die klauen mir bestimmt noch meine Ausrüstung dann. Opal. Aber jetzt habe ich eine Idee, Leute. Wenn das Spiel so viel aus vorherigen Spielen zurückbringt, ne? Donnerblume, Raubschleim. Bringt das Spiel die Tempel zurück? Die Dungeons? Richtige Tempel? Oh, ich weiß. Ihr alle denkt euch jetzt, oh, wäre das gut. Ja, ihr wisst das vermutlich auch schon, weil das Spiel ja schon draußen ist dann. Aber, Ich frage mich gerade, ob wir die ganz normalen, traditionellen Tempel zurückbekommen.
Wir haben ja genug Fähigkeiten und wir kriegen nur noch eine dritte jetzt nur. Vier Tempel wären das dann, also möglicherweise. Und ich muss aber sagen, diese vier Fähigkeiten ersetzen ja alle vorherigen quasi. Die Bombe ist ersetzt durch die Donnerblume und das Verbinden. Oh mein Gott. Flammschild. Ah, da ist das aus dem Trailer. Das haben die einfach hier hingeschmissen, das Flammschild, damit man es nutzen kann. Cool. Aber ich mach das einfach anders. Ich mach das auf meine Art und Weise. Eine Opal. Und da hinten ist was Gutes drin, oder? Was richtig Gutes. Komm. Flammenwerfer. Okay, das ist nicht schlecht. Das nehme ich gerne. Mit dem Flammenwerfer kann ich es mir auch warm machen, aber damit die ganze Zeit rumzulaufen, wird wohl nicht so gut funktionieren. Aber ich glaube, wir sind das beim Schrein, oder? Durch die Höhle sind wir ja relativ weit nach oben gekommen. Nehmen wir an, wir sind jetzt ganz nah am Schrein. Ja, das war klar, dass das passiert. Wir müssen die mit Fallen machen. Oder mit einer Lanze oder so. Hier wäre so ein typischer Ort für so einen Leuen. Aber schön, dass wir wieder Breath of the Wild Musik haben, ne? Diese Eismusik gerade ist Breath of the Wild. Typische Breath of the Wild Musik. Ah! Eisflächen kann man nicht hochklettern. Also kann man schon, aber halt wie wenn sie nass sind, ne? Ah ne. Eisflächen kann man gar nicht hochklettern. Gut zu wissen. Was ist das denn? Eine Truhe. Kann man die da rausheben? Wie mit Magnesiummodul? Ja, genauso wie im ersten Teil oder im vorherigen Teil. Bernstein. Ah, wir müssen nur noch ein bisschen bis zum Tempel gehen, aber da vorne ist auch wieder so ein Apparello, mit dem wir Dings, wieder ein paar Dinger ziehen können. Wenn uns die Lust dazu verleitet. Oben ist auf jeden Fall irgendein Schwert oder sowas. Ich würde das schon gerne hoch, aber ich sehe keinen wirklichen Weg, außer eine ewig lange. Ja, kann man versuchen, ne? Haben wir denn die Zeit dafür? Auch schon überall immer Holz parat, ne? So wollte ich es eigentlich nicht verbinden. Sollte schon ein bisschen schöner sein als das. Sehr unförmiges Holz, muss ich gerade mal ganz kurz sagen. Fast so, als würde das Spiel die Idee, die ich habe, verhindern. Wir sollten es auf einer geraden Fläche einfach machen. Ich glaube, das könnte auch schon helfen. Und vielleicht drehen wir das Ding einfach.
Unser Kälteschutz lässt halt auch bald nach. Wir müssen gleich mal gucken, wie das mit dem Kochtopf funktioniert, dem mobilen. Meint ihr, das reicht schon von der Länge? Ich glaube, noch einer muss noch dran. Da oben ist aber auch noch was. Seht ihr das? Da oben. Ich weiß nicht, was das, was damit auf sich hat, einen Weg wieder runterzuspringen oder so. Nein, das wollte ich nicht. Ich hoffe, man kann 5 Kleider. Man müsste man ja. Ne? Das gibt bestimmt keine Längenlimitierung gerade. Bei 5 Teile haben wir ja schon mal verbunden. Rutscht halt ab, ne? Keine Ahnung, was der Weg des Spiels ist, mir zu sagen, dass man das nicht machen soll, was ich tue. Geht schon, ne? Der fragt sich auch, was geht da ab. Oh nein. Yes. Oh mein Gott. Okay, das war's. Wir können jetzt nicht wieder hoch. Vor allem nicht mit der Zeit, die wir jetzt haben. Wir müssen uns jetzt improvisieren. Er geht zumindest sofort an. Aber wir haben nichts mehr zum Heizen, oder? Oh, shit. Wir haben nichts mehr zum Aufheizen. Ich hoffe sehr, dass das geht. Nee. Geht nicht. Da unten sind Chilis. Aber interessant, diese Reisekochtopf gilt nur für einmal. Ich stelle mich aber auch blöd an bei den Kämpfen, muss ich dazu sagen.
Kommt aber auch nicht zuletzt dadurch, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass es nicht so ganz responsive ist. Also. Das kommt halt vermutlich durch den Emulator. Die Attacke habe ich nicht vorher gesehen. Oh scheiße, stimmt. Ich kann nur einen Effekt gleichzeitig aktiv haben. Das wird jetzt wehtun. Wir müssen es jetzt konstant immer hochheilen. Ich habe vergessen, dass man nur einen Effekt aktiv haben kann. Ich dachte, egal, esse ich das einfach. Den Effekt brauche ich ja nicht. Aber es war sehr dumm von mir. Noch mal irgendwo was Heißes zum Essen. Jetzt nicht jemand aus, ja, nee. Da kann man bestimmt dann mit der nächsten Fähigkeit hoch, glaube ich. Hä? Wäre ich einfach weitergegangen, hätte sich das Problem von alleine gelöst. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwo Chilischoten sehe. Ah, sehe leider nichts. Können wir nicht hoch. Oh mein Gott, das war nicht das, was ich wollte. Weil da unten auch Gegner sind, also kann sein, dass das der Weg ist, wo wir weitergehen sollen. Auf jeden Fall ist da eine Kochstelle. Jetzt haben wir ja Glück und da ist in der Nähe irgendwas. Wie Chilis. Da vorne sind Chilis, oder? Ja. Schnell. Nein, das wollte ich nicht tun. Ich wollte eigentlich wieder Pilze essen, aber die Pilze sind auf einmal ganz oben. Was? Egal. Besser als nix. In diesem Part fehle ich echt hart. Aber ich hoffe, der Kälteschutz sollte eigentlich reichen. Aber das ist der andere Weg, wo wir hier hoch hätten gehen können, ne? Naja. Glaube schon. Weil hier gehen wir ja wieder runter. Das kann ja nun wirklich nicht der Weg sein, oder? Hier unten waren wir überall noch nicht, ne? Aber es ist, glaube ich, nicht der Weg, wo wir lang müssen. Ich sehe da keinen Weg, wie wir hochkommen. Hier können wir ja nicht hochklettern. Und hier durchschwimmen ist auch nicht. Wir können ja nicht was mehr wieder hoch, wo wir herkamen, ne? Aber
wenn man hier hochgeht, dann muss es doch irgendwo einen Weg weitergeben, oder nicht? Kommen wir nicht mehr zurück. Das ist jetzt gelinde gesagt ziemlich scheiße. Jetzt müssen wir den ganzen Umweg gehen. Und wir haben nur noch 4 Minuten Zeit dafür. Das ist echt etwas ungünstig. Nicht, dass wir hier was Interessantes mal wieder rüberspringen. Ja, wobei da vorne wäre eine Ruine gewesen. Das ist doch eindeutig ein Weg, wo man hochgeht, oder nicht? Und kein Weg, wo man jetzt runtergeht, wie ich das tue. Die Dinger sind sogar so platziert, dass man sie sieht, wenn man hochgeht. Vielleicht geht's hier doch weiter, kann das sein? Ah ne, das ist nur ein Krogsamen da hinten, oder? Ja. Ich glaube, das ist nur ein Krogsamen. Ui, du hast mich gefunden. Bis dann, tschüss. Vor allem soll man von dem Pfad da drüben hier rüber gehen, ne? Nicht andersrum, wie ich das jetzt machen würde. Da sind ja schon ganz viele Sachen am Liegen auf der anderen Seite. Man soll von der anderen Seite hier rüber gehen. Ich bin gerade massiv verwirrt, was hier passiert. Wow. Das geht ganz schön schnell.
hab's versucht. Manchmal muss man Dinge auch einfach tun und versuchen. Aber das zieht da wirklich extrem schnell das Leben ab. Also. Ich habe leider jetzt keine Ahnung mehr, was ich jetzt machen soll. Ich bin so ein bisschen in der Sackgasse jetzt gelandet. Ich hatte das Gefühl, ich bin einfach den Weg lang gelatscht und dann auf einmal bin ich hier, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und auch keine Idee habe, was ich machen soll. Ja, ich kann ja jetzt irgendwie versuchen, rüberzukommen, aber was bringt das mir am Ende? Nicht wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. Ein Schwert würde ein bisschen mehr schaffen. Aber selbst wenn ich jetzt da rüberkomme, wie gesagt, es bringt mir halt nicht wirklich was, ne? Ich habe noch einen anderen Weg darüber. Da müssen wir dann nicht rumexperimentieren. Also ich sehe zumindest nicht, wie mir das auch was bringt, wenn ich ehrlich bin. Das ist der Weg, den ich dachte. Das ist der andere Weg, den ich habe. All das bringt mich ja nirgends hin, wo ich noch was machen könnte. Zumindest gefühlt sehe ich halt nicht, was das hier bringt, wenn wir das jetzt machen. Da vorne können wir einen Krogsamen holen, glaube ich, bei den drei Bäumen da. Die sehen so sehr in der Linie aus. Aber wir können wieder zurück von hier aus, immerhin. Auf die allererste Insel oder so, ne? Kann das sein? Ja. Das ist die allererste Insel. Uff. Das ist aber dann ein weiter Weg, den wir zurücklegen müssen. Also sind wir einfach am Tempel vorbei quasi, am Schrein und sind da wieder den Weg zur ersten Insel zurück. Was ein bisschen blöd ist, weil von da ist der Weg noch ziemlich weit. Ist das auch die erste? Ich glaube aber schon. Wir hatten ja so einen Weg da hoch, genau. Da habe ich gesagt, da geht's vorne zum Eis, habe ich gesagt, als wir da waren. Das heißt, wir sind ein ganz schön weites Stück entfernt von dem Ding wieder. Das heißt, wir müssen sehr, sehr weit Strecke wieder zurücklegen. Ziemlich weit, also quasi alles nochmal. Außer wir können das schon teleportieren. Zu dem Schrein. Aber ich bezweifle irgendwie, dass das geht. Oder? Nee. Wir können uns noch nicht teleportieren. Das ist übel. So, meine lieben Freunde, dann war es das für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn ich dann hoffentlich bei dem wieder da bin, wo ich falsch abgebogen bin. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben, euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!